Ja, liebe Jury, wir sind jetzt gespannt auf eure Entscheidung. Wer darf im Finale eine Torte backen und wer muss uns kurz vorher verlassen? Eines möchten wir euch vorab sagen. Ihr seid alle drei würdige Finalisten. In der technischen Prüfung wart ihr alle drei fast gleich gut. In Aufgabe 1 gab es allerdings Unterschiede. Mit dem besten Gesamtergebnis und insgesamt 37 Punkten darf die Finaltorte backen. Patrick. Herzlichen Glückwunsch, Patrick. Ich freue mich. Leider lief es aber in der ersten Aufgabe für eine von euch beiden nicht ganz so rund wie für die anderen. Das hat zu einem Punkterückstand geführt, der trotz der guten Leistung eben nicht mehr einzuholen war. Daher ist das große Backen jetzt mit 29,5 Punkten zu Ende für Sibylle. Annalisa, damit bist du mit 36 Punkten die Zweite im großen Finale. Herzlichen Glückwunsch. Sibylle, du hast zu Recht hier im Finale gestanden und das hast du uns immer wieder bewiesen. Danke für diese tolle Leistung und danke, dass du dabei warst. Tränen. Ja, stimmt. Danke. Danke, dass ich hier sein durfte. Herzlichen Glückwunsch, Dorf. War alles super schön hier. Ich bin so dankbar, hier überhaupt dabei gewesen zu sein, dieses Backzelt, dieses Ganze hier erleben zu dürfen. Also es ist eine unvergessliche Zeit. Vielen Dank dafür. Wir sind im Finale. Wir dürfen die letzte Torte backen. Ey, das ist... Das ist wirklich verrückt, dass wir die Finaltorte backen, also wirklich backen dürfen. Ich glaube, wir freuen uns mega. Ja, absolut. Also unbeschreibliches Gefühl, wirklich. Ja. Oh, Finale! Das war spannend und hat's euch gefallen, dann lasst ein Like und Kommentar gerne da. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt vom großen Backen, dann könnt ihr ganze Folgen aller Staffeln auf Join schauen oder ihr schaut direkt weiter und lasst doch gerne ein Abo da. Bis dahin, tschüss!